Moin, willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal eine APU an, und zwar den Ryzen 3400G. Zuvor gab es ja schon den 2400G, das war eine First-Gen Ryzen CPU, das heißt 1000er Generation CPU, mit ein paar Verbesserungen, was den Speicher anbelangt, und eine integrierte Grafik, eine Vega 11 drin. Der jetzige ist eine Ryzen 2000er CPU, das heißt, obwohl der Name Ryzen 3000 suggeriert, ist es hier nur Ryzen 2000. Dann aber mit besserem Speichersupport und einer etwas übertakteten Vega-Grafikkarte. Ja, das klingt jetzt als erstes mal nicht so interessant, denn das ist ja eher nur ein Refresh. Ich wollte euch heute aber mal zeigen, was denn passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel einen 500€ APU-PC und wenn wir einen 500€ CPU-PC mit einer normalen Grafikkarte betreiben. Und deswegen habe ich nämlich auch die Grafikkarte hier schon stehen. Denn APUs sind aktuell nicht wirklich sinnvoll, wenn ihr wirklich einen günstigen Gaming-PC kaufen wollt. Wird zwar immer gesagt, ja, kauft euch ein APU-System, damit spart ihr richtig Kohle, aber meiner Meinung nach ist das nicht der Fall. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal in den Benchmarks an. Ich lasse sie mal kurz laufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir haben gesehen, die APU liegt deutlich hinter der Grafikkarte zurück. Wir haben hier ein System mit RX 570, aber einer deutlich schwächeren CPU als Beispiel genommen. Die CPUs gibt es immer noch, also Ryzen 1400 haben wir hier verwendet. Den gibt es zwar immer noch neu zu kaufen. Wer allerdings jetzt eine Konfiguration neu kaufen will, dem empfehle ich eher den Ryzen 5 2600 zu nehmen. Da haben wir auch mal eine Konfiguration aufgelistet, die blende ich euch gleich mal ein. Da kostet das Ganze etwa 50€ mehr als mit der APU-Konfiguration, ist dann allerdings auch nochmal deutlich schneller, auch von der CPU-Seite und von der Grafikkartenseite, denn da haben wir eine RX 570 drin. Wir haben eine RX 470 getestet, die ist nochmal ein Stück langsamer, das heißt, ihr könnt da noch minimal bessere Performance erwarten. Da seid ihr auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser dabei. Natürlich gibt es ja auch die Möglichkeit, Gebrauch zu kaufen, aber viele wollen das einfach nicht und deswegen schauen wir uns zwei neue Konfigurationen an. Bei der APU-Konfiguration werdet ihr euch sicher wundern, warum haben wir denn so ein teures Mainboard genommen? Das Ganze liegt einfach daran, dass die Spannungsversorgung für SoC hier auf jeden Fall gekühlt werden sollte. Denn selbst bei der Standardbetrieb haben wir schon Probleme, dass die teilweise zu heiß werden. Und wir haben das ja in unserem Szenario die APU noch deutlich übertaktet auf 1800 MHz von den standardmäßigen 1400. Und da ist eine ungekühlte Spannungsversorgung wirklich nicht mehr zu empfehlen, auf keinen Fall. Und ja, beim Arbeitsspeicher haben wir ebenfalls deutlich schnellere nehmen müssen, denn die APU profitiert extrem von schnellem Speicher. Natürlich hätten wir auch bei der anderen Konfiguration 3000er Speicher benutzen können, da haben wir aber mal für unseren Test 2133er genommen, um die Systeme quasi für die APU mal das Best-Case-Szenario zu nehmen und
für die CPU des, ja, in Anführungsstrichen Worst Case mit einer langsamen CPU und noch einer älteren Grafikkarte. Und ihr seht trotzdem, das Ganze ist fast doppelt so schnell. Das heißt, fürs Gaming ist eine APU wirklich nicht besonders sinnvoll. Für Office-Arbeiten ja, da auf jeden Fall. Die AMD-CPUs sind auf jeden Fall super. Also in Verbindung mit der Grafikeinheit für Office, Multimedia und so weiter ist das Ganze wirklich super zu empfehlen. Auch wenn ihr vielleicht einen Home-Theater-PC, einen richtig kleinen Rechner aufbauen wollt, dann ist es zu empfehlen. Aber sobald ihr Platz für eine Grafikkarte habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eine CPU zu nehmen und eine Grafikkarte. Denn das Ganze ist einfach deutlich schneller und macht mehr Sinn. Das heißt, wenn ihr euch einen Gaming-PC um die 500 Euro zusammenbauen wollt, was ein bisschen über den Konsolen aktuell liegt, dann seid ihr, glaube ich, bei der Kombination Ryzen 5 2600 und einer RX 570 eigentlich super beraten. Da könnt ihr eigentlich so gut wie alles damit spielen. Klar, ihr könnt mit der APU auch spielen, so ist es nicht. Aber eben, ja, mittlere Details ist schon manchmal ein bisschen sehr viel. Ja, das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.